auf der Bank bei Rapid Koch, Herav Cardoso, der Australier, Hatz, der ja von Lecce geholt wurde, und Christian Stumpf, der in der Meisterschaft mit 7 Toren die meisten Tore für Rapid erzielt hat. So, die Anhänger kennen ja die Spieler schon, aber für all jene, die es nicht so gut kennen, am Anfang ein bisschen mehr über die Spielernamen. Wettel, Schöttl, Wimmer, Fehlpass, da kommt er wieder über Schimon. Der lässt sich natürlich weit zurückfallen, um der Bewachung seines Gegenspielers zu entgehen. Das war zumeist jetzt Ratajczyk. Gut gemacht von Pürk. Gut gespielt auch von Ipua, da hat die Austria-Viererkette auf Offside gespielt, war sich aber nicht ganz einig. Aber es hat geklappt, keine Gefahr für Wolfgang Knaller. Kerze à la Happel von Jackern. Noch einmal. Alle Aktionen bis jetzt laufen über den Slowaken, über Schimon bei der Wiener Austria. Jetzt Pfeffer. Ja, und jetzt muss neu aufgebaut werden. Die Rapid-Abwehr rückt natürlich jetzt etwas auf, um den Raum enger zu machen. Antritt schnell wie immer, an Schöttl vorbei und schießt genau auf Hedl. Die erste gefährliche Aktion jetzt für die Wiener Austria vor dem Tor der Rapidler durch Brunmeier. Eine gute Aktion des schnellen Antritts, schnellen Ex-Linzers. Ein Schuss von Mukamadio. 12. Minute, zum ersten Mal wirkliche Gefahr für Raimund Hedl durch Brunmeier und dann durch Muki. Mukamadjew ist den Austrianern offenbar zu lang. Hier noch einmal. Kommt ein Schöttl vorbei, der Ronny Brunmeier. Aber genau auf Hedl geschossen. Naja, es hätte schon ein Tor sein können. Hätte der Brunmeier beide Teams wirklich auf Sicherheit bedacht, nur kein Risiko eingehen. Aber ein Risiko wird man nehmen müssen, wenn man ein Tor schießen will. Ja eben, ein bisschen angreifen, nach vor, so ist es richtig. Gut gemacht von Pürk. Und hineingerutscht noch Rashid Rahimov. Und Sie sehen, das linke Knie mit der Schleimbeutelverletzung tut ihm nach wie vor weh. Und jetzt musste er da hineingrätschen. Hier noch einmal. Sehr schön gemacht hat das Pürk. Und Eckball, der erste für Rapid. Wimmer von der linken Seite. Und Knaller sehr sicher gegen Ipur. Harter Zweikampf, Luftduell hier, vielleicht sehen wir es noch einmal. Auch der Toni Pfeffer schiebt da an und er trifft eigentlich seinen Torhüter. Hier noch einmal. Zweite Wiederholung. Schimon. Gute Attacke von Wagner an Schimon. Penkser, kein Offside. Rechtzeitig heraus, Wolfgang Knaller. Jetzt die erste gute Möglichkeit für Rapid. Penkser. Jetzt wird es farbig, Gott sei Dank, für uns Zuschauer. An Chancen steht es jetzt 1:1. Janeschitz. Schimon geht nach vor mit 9 Toren, bester Austria-Torschütze und das als Mittelfeldspieler.
Und jetzt Ipur, Kontermöglichkeit. Herrlich gespielt jetzt auf Arnold Vettel. In der Mitte drei Rapidler gegen einen Austrianer. Und der schießt am Tor vorbei, der Ipur. Ja, gibt's denn das? Eine tausendprozentige Möglichkeit für Rapid. Nach einem super Konter, 3 gegen 1. Vettel legt ideal auf, hier sehen wir es. Sieht in der Mitte Benxer und Ipur. Da ist nur Dospel. Legt auf, ideal für Ipur. Der hat alle Zeit der Welt und haut den Ball vorbei. Da wird sich der Ernst Dokkopil nicht freuen. Knapp, aber doch. Bürg bringt nichts ein. Benxer. Vettel. Auf Ipur, die nächste Chance. Aber das war schon sehr schwer, denn da war schon Rachimov dabei. Aber faires Duell der beiden bei diesem Schussversuch von Ipur. Sami Ipur, 6 Tore bis jetzt in der Meisterschaft. Es hätte leicht sein 7. werden können. Dann hätte er zum besten Rapid-Torschützen Christian Stumpf aufgeschlossen. Ja, mit dem hat der Wolfgang Knaller keine Mühe. Aber die Distanz schon zu knapp. Das einmal Ball aufhalten war notwendig, aber es hat doch eine Zeitverzögerung. Austrianer alle gedeckt. Herbert Gager findet kaum jemanden zum Anspielen. Hebt aber jetzt auf Mukhamadjew. Schmidt. Schiemann. Und ich glaube, da hätte er ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Wollte natürlich den Ball erreichen, ist auf Raimund Hedel gerutscht. Der Rapid-Torhüter mutig entgegen und herausgekommen. Offenbar an der Nase getroffen. Ich hoffe, für ihn da ist nichts passiert. War eine gute Aktion der Austria. Und mit gestrecktem Bein. Ja, machen Sie sich selbst ein Bild. Ich glaube, dass das nicht notwendig war. Das muss ein Spieler spüren, dass er da nicht mehr ganz rankommt. Ja, aber hat versucht, man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat versucht dann im letzten Moment doch den Fuß wieder wegzuziehen. Man sieht es in der Wiederholung. Hedel angeschlagen, ich glaube aber doch, dass er weiterspielen kann. Sehr viele Federball, aber Hedel ist da und jetzt kommt er über Vettel. Doppelpass mit Vettel, Ipur. Jetzt müsste ein bisschen schneller gehen. Dieser Aufbau, der rasche, betrifft beide Seiten. Schöner Einsatz von Bürg. Wagner. Gut gespielt mit Benxer. Vettel, herrliche Möglichkeit. Aber Offside gegeben. Eine gute Aktion Rapids. Aber der Linienrichter hat sofort Offside gegeben. Was wird der Ernst Dokkopil dann seiner Mannschaft in der Pause sagen? Knapp 6 Minuten, 5 Minuten jetzt noch zu spielen. Ein Mann mit links könnte schießen, aber auch Gager, der ein gefürchteter Freistoßschütze ist. Und nach Schiemann mit 5 Toren der zweitbeste Torschütze der Wiener Austria in der Meisterschaft. Auch Janeschitz steht dort, Brummeier. Links der Toni Pfeffer, der könnte versuchen, an der Mauer vorbeizuschießen. Es ist aber Gager. Abgeprallt. Nister. Alle Fußballanhänger. Sogar die Heidi Schmidt, glaube ich, habe ich so von hinten erkannt. Vettel! Gute Vorarbeit von Ipur. Aber im Zweikampf mit Toni Pfeffer hat Arnold Vettel noch immer eine Leihgabe von Porto, den Ball hier nicht im Tor von Knaller untergebracht. Arnold Vettel, der zu einem Stammspieler bei Rapid, zu einem wertvollen Mann bei Rapid geworden ist. Heute eher an der rechten Seite spielt und links Raum für Michael Wagner. Hier noch einmal das Duell Vettel gegen Pfeffer. Und ein bisschen überhastet hat Arnold Vettel vielleicht hier doch geschossen. Aber es war schwierig. Noch einmal hier.
schummelt sich hier am Pfeffer vorbei, Dropkick aber drüber. Der Ball inzwischen bei der Wiener Austria, verloren gegangen. Benkser, gehalten von Rachimov. Klares taktisches Foul, wird jetzt ermahnt von Schiedsrichter Grabherr. Was war das jetzt? Ja, das müssen wir uns jetzt anschauen. Jetzt in der 45. Minute zeigt Schiedsrichter Grabherr Ibua die rote Karte, weil der zuschlägt, und zwar Muchamadjow. Mit der rechten Hand, man hat es deutlich gesehen, Gerangel von beiden Spielern. Jetzt Muchamadjow gegen Ibua, der den Ball zu lange hält. Hängt sich ein und mit der rechten Hand schlägt Ibua zu. Schiedsrichter Grabherr muss dabei gestanden sein. Also Ibua setzt die Rotserie in seinen Davis fort. Simon reklamiert sofort dieses Foul. Rapid spielt die zweite Spielhälfte mit nur 10 Mann. Einen Wechsel gibt es auch noch. Es kommt Michael Hatz, sein Debüt, sein Comeback bei Rapid. Radajcik geht hinaus, er dürfte sich offenbar da im Mittelfeld verletzt haben. So, und Rapid hat es jetzt schwer. Die Mannschaft muss mit 10 Mann auskommen. Korrekter Ausschluss, muss man sagen, von Samuel Ibua. Das Nachschlagen kann... Ja, die große Chance natürlich jetzt für die Wiener Austria, die numerische Überlegenheit in der zweiten Hälfte zu nutzen. Gemüter erhitzt, obwohl das Spiel nicht danach war. Sami Ibua hat wieder dafür gesorgt, in einer Ranglerei mit einem rechten Armschlag nach Muchamadjow. Und mit diesem 0:0 ist vorläufig von mir, Herr Rom, einmal der Kommentar beendet. So, in wenigen Augenblicken wird Schiedsrichter Grabherr die zweite Spielhälfte anpfeifen. Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, 0:0 hier vor etwas mehr als 15.000 Zuschauern im Happelstadion. Rapid in der zweiten Hälfte dezimiert nach einem gerechten Ausschluss von Samuel Ibua, nach einem Faustschlag mit der rechten Arm, nach einem Gerangel mit Muchamadjow, dem kleinen Tadschiken, in den Reihen der Wiener Austria. Einen Wechsel hat es gegeben. Bei Rapid spielt nun Michael Hatz, da wurde schon gewechselt in den letzten Sekunden der ersten Hälfte, statt Radajcik, der offenbar angeschlagen ist. Hatz also Manndecker nun gemeinsam mit Schöttl, und Rapid muss nun versuchen, in numerischer Unterlegenheit über die Runden, über die restlichen 45 Minuten zu kommen. Aus Novgorod. Gaga, schön in den Raum gespielt und Hedl im Nachfassen. Ist richtig herausgekommen, der Rapid-Torhüter. Oh, Fehler von Gaga. Benkser, noch immer Benkser. Guter Schuss. Wagner kommt nicht mehr an den Ball. Und das ist die Gefahr für die Wiener Austria. Die Konter der Rapidler in numerischer Unterlegenheit. Comeback nach seiner Verletzung, die er sich auch in einem Spiel gegen die Wiener Austria vor knapp einem Jahr zugezogen hat. Bin neugierig, wie es für ihn laufen wird. Hat sich auf sein Comeback gefreut, hat heute gestrahlt, als er in die Kabine gekommen ist und erfahren hat, dass ihm auch bedingt durch die Krankheit und den Ausfall von René Wagner in den Kader kommt. Attackiert in der eigenen Hälfte, sogar in numerischer Unterlegenheit. Die Austria muss wieder zurückspielen, oder spielt zurück, muss, weiß nicht, ob sie muss. V
alle Fälle, der Raum ist sehr eng gemacht. Er kann auch weit aufgerückt mit seiner Abwehr. Jetzt der weite Pass auf Schimon. Und ein Eigentor von Michael Hatz. Das ist ein verpatzter Einstand für den Hatz. In der Hektik, im Bemühen abzuwehren, hat er den Ball, der auf Schimon gespielt war, ins eigene Tor befördert. Und die Wiener Austria führt hier 1:0. Diese Torsperre nach 525 Minuten, jetzt in der 56. Minute durch ein Eigentor von Michael Hatz zu Ende. Und das letzte Tor, das die Wiener Austria erzielt hat, war auch ein Eigentor, und zwar von Radetzky. So wiederholt sich die Derby-Geschichte. Jetzt wird es natürlich schwer für Rapid. Jetzt wird es schwer für die Mannschaft von Ernst Doppelbühl. Und der Michael Hatz wird sich seinen Einstand und sein Comeback auch anders vorgestellt haben. Jetzt muss Rapid riskieren. Jetzt muss die Mannschaft auch in Unterzahl riskieren. Schöttl geht protestieren. Warum fahrt ihr so rein? Michael Wagner angeschlagen und auch der Toni Pfeffer. Der Herr Grabe hat Karten in der Hand. Welche Kartenspiele gibt es jetzt? Gelb für Pfeffer. Flanken herauf. Gut abgeblockt von Herbert Gager, der kleine Penkser. Aber Rapid versucht, gefährlich zu werden. Hopp oder Drop. Und die Mannschaft muss Risiko nehmen, sonst würde eine Niederlage bedeuten, dass man in der Tabelle zwar nicht an Rang, Viertelstunde jetzt in der zweiten Hälfte gespielt. Austria führt durch ein Eigentor von Michael Hatz, der sein Comeback mit so viel Pech eingeleitet hat. 1:0. Und nach drei Derby-Niederlagen und einem Unentschieden scheint Wolfgang Frank endlich zu einem Derby-Sieg zu kommen. Aber das Spiel ist noch nicht aus und Rapid versucht zu kontern. Fehler. Wagner, noch immer Wagner, super Solo. Und er macht das Tor! Gerade in diesem Augenblick macht der Michael Wagner das Tor, dem er so lange nachgelaufen ist. Sein erstes Meisterschaftstor, das Tor gegen seinen ehemaligen Club und der Ausgleich durch den Spielmacher Rapid, der bis jetzt wirklich abgeblockt wurde, aber im richtigen Moment die Initiative ergriffen hat. 1:1 in der 63. Minute. Wer hätte das gedacht? Sicher keiner der Austria-Fans. Rapid gelingt der Ausgleich durch dieses herrliche Solo. Michael Wagner zwischen Rachimov und Gager durch. Er weist sich hier als weitaus schneller als die beiden Innenverteidiger. Und er bezwingt Wolfgang Knaller. Macht das sehr überlegt, ähnlich wie das Tor von Schimon gegen den LASK. Schiebt den Ball an Knaller vorbei. Bei der Austria auch ein Wechsel. Beide Sturmspitzen, Brummeier und Muchamadjew hinauf, und Kellner und Rivnak kommen ins Spiel. Rivnak, 25-jähriger Stürmer aus der Slowakei vom BSC Bardejov. Janeschitz. Hedl. Schon lange hat kein Austria-Stürmer ein Tor im Derby erzielt. Das letzte Tor aus eigener Kraft, das hat Schießwald geschossen. Austria-Freunde werden sich daran noch erinnern. Jetzt sind die Rapid-Fans wieder aufgewacht. Aber das Tor von Wagner, muss man sagen, war zum Aufwachen. Und für das Spiel ist zu hoffen, dass die Wiener Austria jetzt aufwacht, dass sie mal ein bisschen mehr Risiko eingeht.
Ball von Rybnak, da gibt es wahrscheinlich auch Gelb. Mit dem Ellbogen, ganz klar. War auch eine Ellbogenattacke, würde man jetzt im Rapidlager sagen. Kann ich mir gut vorstellen, bei den Protesten bei Schiedsrichter Grabherr. Aber es war doch im Zweikampf. Und ein bisschen ungeschickt schaut der Rybnak aus, auch wenn er den Ball annimmt, muss man auch dazu sagen. Gelb ist korrekt. Und Dospel nun aus dem Spiel und Schießwald ins Spiel. Also ein junger Spieler gegen einen anderen jungen Spieler. Die Austauschwahl von Trainer Wolfgang Frank. Michael Wagner am Ball, der Torschütze zum 1:1. Wimmer. Aber der Ball war schon im Out. Der Einsatz des Rapidlers vergebens. Linienrichter hat sofort die Fahne in der Höhe. Gerd Wimmer mit einer ausgezeichneten Leistung. Sowohl offensiv als auch defensiv. Neue Kraft im Spiel der Wiener Austria. Gestrecktes Bein von Schießwald. Schiedsrichter Grabe holt sich den neuen Mann im Spiel der Wiener Austria. Und Gelb. Zwei gelbe Karten jetzt für die Austrianer. Zuerst Rybnak, jetzt Schießwald. Spiel wird härter. Hier noch einmal der Antritt von Schießwald und die Attacke. Und er trifft Michael Hatz. Gelb. Auf alle Fälle, der Rapidler muss von Dr. Lugscheider noch verarztet werden, auch Monsieur Frey dabei. Bemerkenswert, seit dem 14.10.95, als Austria gegen Rapid 4:1 gewann, hat kein Stürmer mehr ein Tor für die Wiener Austria in den Derby erzielt. Damals war es Ogris mit 2 Toren, der als Stürmer Tore für die Wiener Austria erzielt hat. Jetzt Ballbesitz 56% für die Wiener Austria gegen 44, 2 Corner für Rapid. Und Sie haben sie auch gesehen. Ich bin eigentlich, was die Protagonisten dieses Spiels nachher sagen werden. Jetzt kommt auch noch Cardoso, der Australier, der von den Adelaide Sharks geholt wurde, 25 Jahre alt. Kopfabwehr von Wimmer. Und vor der Linie gerettet. Jerkan, nachdem Hedl überhoben wurde, so hat ein bisschen noch offside zuerst ausgesehen, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Jetzt Trankperiode in der Schlussphase, den letzten 3 Minuten, den offiziellen im Rapid-Strafraum. Schauen wir noch einmal, bevor Janisic den Corner schießt. Und Jerkan hat den Ball gehabt. Abstoß. Entscheidet der Schiedsrichter. Auch hier eine unübersichtliche Situation wie zuerst. Foul von Rachimov gibt hier Schiedsrichter Grabherr, zum Meisterschaftstor gekommen ist. Und das ist der Schlusspfiff. Ein doch eher enttäuschendes 212. Derby geht hier zu Ende.